Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum 200-jährigen Jubiläum der Sparkasse zu Lübeck. Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Ilka Grunewold und ich werde heute durch den Tag geleiten. Und an dieser Stelle dürfen Sie auch gleich weiterklatschen, denn wir wollen uns recht herzlich bedanken bei unserem Trio, welches sich musikalisch am Empfang heute unterhalten hat. Dieses stammt von der Musik- und Kunstschule Lübeck. Dafür gern nochmal einen Applaus und natürlich auch für unsere Lübecker Knabenkantorei unter der Leitung von Karl Hensel. Ein Riesenapplaus nochmal für die Jungs. Wie Sie vielleicht wissen, unterstützt die Sparkasse zu Lübeck solche Projekte, solche Institutionen. Und wir sind natürlich im Gegenzug auch dankbar dafür, wenn Sie uns unterstützen. Und das tun Sie heute. Wir wollen heute 200-jähriges Jubiläum feiern. Und wenn wir die letzten 200 Jahre Revue passieren lassen, dann können wir vielleicht sagen, es war ein Zeitraum auch voller Herausforderungen, die übrigens die Sparkasse zu Lübeck dankend angenommen hat. Doch sich am Puls der Zeit zu bewegen, das reicht alleine nicht. Der Kunde und sein Vertrauen, das sind die Basis für unseren Erfolg. Und deshalb sagen wir Dankeschön für 200 Jahre Vertrauen an die Sparkasse zu Lübeck. Und ich denke, an meine Worte wird Herr Wolfgang Pötschke jetzt anschließen. Ich darf ihn recht herzlich auf die Bühne bitten. Begrüßen Sie mit mir den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Herrn Wolfgang Pötschke. Meine Damen und Herren, im Jubiläumszeitraum vom 26. April 2017, das war der Tag, wo die Gründungsurkunde unterzeichnet wurde, also vor 200 Jahren. Und im 12. Juni 2017, was war der erste Geschäftstag vor 200 Jahren, gab es ganz viele Aktionen von der Sparkasse zu Lübeck. Vielleicht haben Sie es mitbekommen. 6.300 Hanseatenherzen sind verteilt worden. Es gab zum Beispiel einen Malwettbewerb für Kinder und aktuell läuft auch noch die Mitarbeiteraktion Zeit schenken. Und wer dabei war, der hat auch mitbekommen, dass immer mal ein Filmteam auch unter uns war. Und das hatte natürlich einen Grund, denn wir wollen Ihnen heute einen wunderbaren Jubiläumsfilm präsentieren. In diesem Film kommen auch Partner, Kunden und Mitarbeiter zu Wort. Und im Anschluss an diesen Film begrüßt Sie ganz herzlich Herr Frank Schumacher, der Vorstandsvorsitzende. Jetzt gibt's aber erst einmal den Film. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Film ab für den Jubiläumsfilm. Sie haben ja am Ende des Filmes so ein wunderbares Sparkassen-S gesehen. Das wurde am 11. Mai 2017 um 7 Uhr morgens mit ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse zu Lübeck umgesetzt. Also muss man auch mal sagen, Respekt einfach um 7 Uhr morgens da dieses Foto entstehen zu lassen. Unser nächster Redner, der ist leider nicht mit auf dem Foto da drauf, aber wir freuen uns wahnsinnig, dass er heute eine Festrede für Sie mit in petto hat. Begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus den Präsidenten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Herzlich willkommen, Herr Georg Fahrenschon. Ja, und zu den Bücherpiraten gehören zum Beispiel auch die Slammer-Lämmer-Abende, wo Jugendliche im Scheinwerferlicht stehen und ihre Texte vor Publikum präsentieren. Genau wie das jetzt auch Charlene Ewert machen wird mit ihrem Poetry Slam zum Thema Zukunft. Begrüßen Sie sie mit einem herzlichen Applaus, Charlene Ewert! Ja. Wirklich klasse und der ein oder andere hatte von Ihnen auch vielleicht ein paar Tränen, die aus den Augen kullerten. Wirklich grandios. Ja, wie heißt es so schön? Man ist nur so gut wie sein Nachwuchs. Und deshalb fördert die Sparkasse zu Lübeck aktiv den Nachwuchs. Ich habe Ihnen da mal ein paar Zahlen mitgebracht. Aktuell gibt es ca. 30 Auszubildende und jährlich kommen 12 noch hinzu. Und hier wird auch gerade schon was vorbereitet. Das ist noch nicht alles, denn die Arbeitnehmerattraktivität, die konnte zusätzlich durch die Einführung des S-Corners gesteigert werden. Wie empfinden Jungangestellte oder auch Auszubildende das? Das erfahren wir ganz persönlich in einem Talk und dafür möchte ich jetzt erstmal die Vorstände zu mir auf die Bühne bitten. Herrn Frank Schumacher, Oliver Sackau und Oke Heuer, kommen Sie zu mir auf die Bühne. Und auch ich möchte mich recht herzlich bedanken für diesen wunderbaren Talk und einfach mal
die Frage an euch jetzt hier richten, meine drei. Was wünscht ihr denn der Sparkasse zu Lübeck für die Zukunft? Da gibt es doch sicherlich was. Vielleicht auch persönliche Wünsche. Vielleicht wollt ihr Karriere machen bei der Sparkasse zu Lübeck. Verratet es uns. Und es gibt jetzt an dieser Stelle auch einfach mal einen Applaus für die tatkräftigen Helferlein hinter und vor der Bühne, die mich und uns alle heute hier im besten Licht stehen lassen. Dankeschön. Robert, das ist jetzt ein Applaus für dich und dein Team. Dafür, dass so schnell hier die Bühne neu im besten Licht erstrahlt. Meine Damen und Herren, seit 2004 unterstützt die gemeinnützige Sparkassenstiftung Akteure und vor allen Dingen bürgerliches Engagement in Lübeck. Also sie fördern das aktiv. Und wir freuen uns sehr, dass der Direktor der gemeinnützigen und der Vorsitzende des Stiftungsvorstandes der gemeinnützigen Sparkassenstiftung jetzt nochmal ein Wort an Sie richten wird. Begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus Titus Helz. Meine Damen und Herren, ich darf mich jetzt offiziell von Ihnen verabschieden. Vielen Dank, dass ich heute durch das Programm führen durfte. Und ich möchte Sie jetzt einladen, denn auf Sie wartet kulinarischer Genuss in der Rotunde. Guten Appetit, sage ich an dieser Stelle. Genießen Sie die Köstlichkeiten. Und ich möchte abschließend das Wort an Herrn Frank Schumacher übergeben. Bitte sehr. Liebe Frau Grunewold, Sie haben uns in den vergangenen 2 Stunden sehr unterhaltsam durch das Programm geführt, tolle Übergänge gemacht. Das war ganz große Klasse. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön, Herr Schumacher. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön auch an Sie.